Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch zu einer neuen Aufnahme hier von dieser Insel 5, dem Creative Mode. Und wir haben wieder ein paar Gebäude fertiggestellt. Und zwar möchte ich euch zunächst mal das Hotel zeigen. In der nächsten Folge werden wir dann diesen Gebäudekomplex uns vornehmen, ja, und anschließend dann diesen. Das kann sein, dass ich das alles noch in einer Folge packe, also drei Gebäude in einer Folge und heute dieses hier. Ja, die Sonne geht gerade unter, dann legen wir uns doch erstmal hin, damit wir ausgeruht diesen Tag begehen können. Und wie ihr hört, ist der Enderman immer noch im Museum anscheinend. So, gehen wir mal wieder hier hoch. Unseren üblichen Schleichweg hier. So. Also, schauen wir uns mal an. Was wir heute so betrachten wollen, da ist also das Hotel, wo ich ja schon letztes Mal, wo es schon im Bau war. Dann haben wir hier ein Dorfzentrum, sagen wir mal so. Ja, das ist ja durchaus dann ein Zentrum. Und da hinten dann noch ein anderes Gebäude. Aber gehen wir erstmal ins Hotel. Da müssen wir also hier wieder den jetzt schon altbekannten Weg hier runtergehen. Durch die Halle der Verkündungen. Verkündungssaal. Ja, man kann dieses Gebäude gar nicht abschließen, weil man ja hier immer wieder von einem Ortsteil zum anderen muss. Man kommt ja zum Schloss nur da oben hin. Über diesen Weg. Vielleicht sollte ich das hier auch mal hinschreiben. Inventar, Schild. Durchgang zum Schloss. To the Castle. Okay. Damit man das also auch weiß. Hier haben wir ja unsere Sauna. Haben immer noch kein Schild dran gemacht. Naja, machen wir das gleich mal. Schwimmbad. Sauna ist ja auch Sauna im Englischen, ne? So, Sauna, Schwimmer, Swimming Area, das geht also dadurch. Und hier geht es weiter und dann kommen wir also hier zu unserem, hier das Gebäude rechts, gucken wir uns also später noch an. Gehen wir also hier zum Hotel, das inzwischen fertig geworden ist. Ja, wir haben also hier schöne Fassadenelemente im Erdgeschoss. Schnitzerei, natürlich nur in diesem Texturenpack hier, Proportion. So. Und dann hier die Möglichkeit rauszugucken, wobei, als ich das Gebäude gebaut habe, war die Aussicht hier noch schöner. Jetzt ist ja schon wieder alles zugebaut. So, dann haben wir hier im Erdgeschoss ein bisschen die Rezeption, nicht wahr? Mit den typischen, für die Insel typischen goldenen Laptops mit den Bildschirmschonern drauf. Goldene Laptops. Ja, die gibt es hier. So, und hier dann die kleinen Toiletten im Erdgeschoss. Diese ist viel heller hier, warum auch immer. Vielleicht, weil man hier
einen dunklen Baumstamm noch haben. Das kann sein. Sonst wüsste ich keinen Grund. Ja, und hier hat man also noch weitere Sitzmöglichkeiten mit einem Ausblick. Mit einem schönen Ausblick. Ja, der war auch mal schöner. Wir haben hier jetzt noch ein Gebäude hingebaut, das man sich gar nicht angucken kann, aber von innen, aber von außen kann man immer hingucken. So, und dann haben wir hier den Küchenbereich. Hier wird gekocht und man kann dann hier das Essen, wenn das Essen fertig ist, wird das hier rausgeklappt. Genauso natürlich für den Außenbereich haben wir das Gleiche. Also hier wird Suppe gekocht, hier wird gegrillt, alles Mögliche. So, dann gehen wir mal vielleicht erstmal hier in den Außenbereich. Also, da ist der Bienenstock. Wo sind die Bienen? Im Moment ist keine Biene da. Also hier haben wir die Sitzmöglichkeiten. Hier, wie gesagt, Küche und hier, da können wir gleich mal gucken. Na, kann schlecht was sehen hier. Alles so eng bebaut. Also Außenbereich, da, Biene ist da. Ja, wir haben ja auch noch ein paar Blumen. Ich weiß nicht, ob die an Blumenpötte auch geht. Ich habe sie noch nicht an Blumenpötte gehen sehen. So, da gehen wir hier mal hoch. Erster Stock. Und da haben wir hier wieder einen Sitzbereich. Und ja. Die Sicht ist schon ein bisschen besser, weil grüner. Und hier haben wir dann Blick nach draußen. Und hier unser erstes Zimmer. Ja, hier kann man gucken. Das ist also ein alter Wachturm, der jetzt hier auf diesem Bereich von mir gebaut wurde. Den kann man auch als Leuchtturm nehmen. Blinkfeuer, Leuchtfeuer. Ja, für die Schiffe, die von da kommen und hier um die Ecke wollen, in den Hafen, der ja dann nachher da entstehen soll. Da sind wir auch schon am Bauen. So, und hier sieht man, wie das da blinkt und flackert. So, und hier sind wir dann, hier ist noch so eine kleine Ecke, da kann man auch sogar rausgucken, hier in die Siedlung. Natürlich hat die Toilette hier kein Fenster, dafür ist sie natürlich mit allem Luxus ausgestattet, sogar mit einer Dusche, die funktioniert, die man ein- und ausschalten kann. Also sowas hat man sonst ja auf der Insel nichts, aber in diesem Hotel natürlich schon. So, hier ist der nächste Raum. Hier auch mit Blick nach draußen. Im Bad auch mit dem funktionierenden Duschsystem. Und dann hier auch wieder einen kleinen Blick in die Richtung. Auf den Hafen, auf die Bienenstöcke und hier dann das Bett, wo man schlafen kann, eingerichtet mit irgendwelchen, ja, Elementen, hier, Schränken und was weiß ich. So, da geht's runter, da waren wir ja schon gerade gewesen, dann gehen wir ja nochmal hoch und hier ist der nächste Stock, da sieht das im Prinzip genauso aus, aber die Aussicht ist natürlich hier schon deutlich besser. Also das hier ist natürlich ein schöner Platz. Und hier haben wir dann im Prinzip genau die gleichen Zimmer nochmal. Also hier das Dreierbett, hier mit dem Blick in die Richtung. Die Decke ist jetzt ein bisschen was anders, weil wir hier schon unterm Dach sind. Ja, ist ein bisschen höher der Raum. Hier auch wieder genau das Gleiche. Mit anderen Bildern wahrscheinlich, aber doch, ne, eigentlich gar nicht. So, ja, das waren also die vier Hotelzimmer. Dann geht es hier noch aufs Dach. Und hier auf dem Dach haben wir dann noch so eine kleine Ecke, wo man sich so ein bisschen chillen lassen kann. Wo man so ein bisschen chillen kann. Hier eine, zwei Liegen. Hier kann man was sich zapfen oder man nimmt sich hier was aus dem Getränkeautomaten. Und hier haben wir sogar einen Dachpool, wo man wie in
Wo ist das? In Singapur, ja. Auf dem Dach schwimmen kann. So, Blick auf die Siedlung von oben. Die Markthalle, die Halle der Verkündung. So. Jo. Das ist das Hotel. Liebe Leute, gehen wir mal wieder runter. Und da kriegt man natürlich einen Drehwurm hier, ist klar. Sup. So, das war das. Und dann, ja, die nächsten drei Häuser schauen wir uns in der nächsten Folge an.